Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Factorio im Projekt Silty. Und in der letzten Folge, ja, habe ich leider den Löffel abgegeben. Und ja, deswegen haben wir jetzt hier ein kleines Problem. Und danke für den Tipp, dass in dieser Anlage hier keine roten Schaltkreise produziert. Die Info, die war sehr, sehr wichtig. Und ich werde die rote Schaltkreisproduktion jetzt noch weiter ausbauen, einfach nur damit wir schnellstmöglich hier unser Kontingent erfüllen können und unsere, ja, unseren kleinen Strafzoll hier zahlen können und müssen. Ich gucke jetzt mal gerade, okay, wir haben auf jeden Fall noch Montagemaschinen, das ist gut. So, oh, wir haben sogar noch welche im Inventar. Blaue Greifarme habe ich. Was brauche ich noch? Ich gehe mal gerade gucken. Oh. Hier wurde was von Aliens zerstört. Müssen wir ganz kurz ausbessern. So, Fließbänder brauchen wir auch. Hallo. Nehmen wir uns mal hier vom Band. So. Sollte uns erstmal reichen. So, Eisenproduktion müssen wir auf jeden Fall aufwerten. Die ist, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen Engpass bei uns. So, aber wir haben hier an der Stelle auf jeden Fall genug Kupferkabel und auch Kunststoff und rote, und grüne Schaltkreise, um hier ein bisschen mehr noch produzieren zu können. Deswegen machen wir hier nochmal ein kleines Upgrade. So. Gerade mal ein bisschen Platz. Draußen fährt ein LKW vorbei. Ein Traum. Es könnte auch ein Motorrad gewesen sein. Motorrad-LKW. So, jetzt bin ich am Überlegen, mache ich das so vielleicht? Ja. Ich glaube, das ist die sauberste Variante. So, wir erweitern die roten Schaltkreise. Mal so. Und dann von der Seite aus. So. Genau. Dann haben wir das Ganze hier. Oh, wir haben keine Underground Bells mehr. Die brauchen wir noch. Gucken wir gerade in die Kiste. 2850 brauchen wir. Wir haben 1100, also schon knapp die Hälfte. Also ganz knapp die Hälfte. Und unsere Underground Bells. Wo haben wir die? Ah, die habe ich, glaube ich, ganz unten produziert. Wäre super, wenn man sich in seiner eigenen Basis ein bisschen auskennen würde. Würde helfen. Hallo. Ah. Die produzieren wir ja gar nicht in der Kiste, sondern eben die roten. Okay. Wir bleiben direkt bei roten Fließbändern. Und hier wurde auch was zerstört. Und zwar ein Teilerfließband. Was ganz gut ist, dass wir das jetzt hier tatsächlich auch festgestellt haben, um späteren Problemen aus dem Weg zu gehen. So, das machen wir jetzt mit roten. So. Dermaßen. Und dann können wir das hier weiterführen. Und darüber. Zack. So, und eine weitere hierhin. Eins, zwei. Und so. Da müssen natürlich auch noch Greifarme hin, ganz klar. So, eins, zwei und da noch einen hin und da. So, da produzieren wir jetzt schon mal weitere rote Schaltkreise. Gucken jetzt mal gerade. Da sind wir bei 1, 2.
Mal hier nochmal eine exakte Kopie hin. Ungefähr bis hier. Ups. So, und das wird mich natürlich eine ganze Ladung hier zurückwerfen, ganz pragmatisch gesprochen. Deswegen hoffe ich einfach, dass andere vielleicht auch das Problem hatten, mal überrannt worden zu sein und dann hier dementsprechend erstmal hier die Welt retten mussten. Das wäre ein bisschen blöd, wenn ich tatsächlich der Einzige wäre, der sich so dumm anstellt. Das würde dann doch ein bisschen an mir nagen. So, 1, 2, 3 und hier oben. Dann machen wir das Ganze nochmal hier und dann drehen wir das. So, 1, 2, 3, da unten und da. Material ist vorhanden, allerdings brauchen wir mehr davon. Müssen wir noch eine zweite Anlage von bauen. Das ist aber kein Problem, das kriegen wir hin. Da ist Saft. 1, 2, 3. Können wir noch Strommasten bauen? Nö, Kupfer und Stahl. Da ist Stahl. Da ist Kupfer. Und Strommasten. Der dahin, dahin und noch einen in die Mitte. So, die könnten jetzt rein theoretisch loslegen, wenn wir denn hier oben weitere Kupfermaschinen hätten. Machen wir das doch mal. Verdreifachen wir doch mal die Produktion. Und dann wäre quasi der Eingang hier. Würde das Sinn machen? Dann machen wir es mal so. So müsste es eigentlich gehen. So, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Und dann kommen hier jeweils zwei hin. Passt das? Ja, das passt. Gut. 1, 2 und 3. Und den dann nochmal hin, den noch ein bisschen verlängern. Und Strommasten da. Und da fehlt uns noch einer. Dahin. So, und das hier kehren wir jetzt um. Wow, das war falsch. So. Reicht das hier vom Belt? Ich glaube schon. Ansonsten könnten wir hier auch einen schnellen hinmachen. Ja, ich glaube, der schnelle geht ein bisschen besser. Ist natürlich mit dieser komischen Spiralanordnung hier auch nicht optimal. Aber so kommt zumindest da unten mal was an. Ja, das ist okay. Die arbeiten auch alle relativ langsam, weil wir keine vernünftige Stromversorgung haben. Das ist auch toll. 1,5. Okay. Gucke ich mal gerade, wo habe ich meine Stromversorgung? Das war, glaube ich, hier oben. Jawohl. Da kommt nur noch mäßig Kohle an. Das liegt woran? Das liegt hauptsächlich daran, dass wir das hier neu aufstellen müssten eigentlich. Okay. Erzförderer. Nehmen wir mit. Da oben waren die irgendwo, oder? Oder waren die unten? Die Laufwege sind noch echt zu groß. Ja, die waren oben. So, Forschung dürfte ich natürlich nicht vernachlässigen eigentlich. Bauroboter. Da. So, Eisen ist auch wieder knapp jetzt.
Das Ding ist tot. So. Der bitte da richtig fördern. Genauso wie der hier. So, und dann brauchen wir hier auch natürlich auch ein bisschen Strom. Und dieses Kohlefeld, was wir haben, das ist eigentlich fast aufgebraucht. Das ist nicht so gut. Einmal und zweimal. Gut. Dann tun wir die Kohle, die wir jetzt im Inventar haben, oben in die Energieproduktion pumpen. Und hier kommt leider nur wenig an. Hier tun wir ein bisschen Holz rein, hier tun wir ein bisschen Holz rein. Dann haben wir hier schon mal wieder ein bisschen Energie. Und die Schmelze frisst natürlich auch jede Menge Kohle auf. Das heißt, wir könnten hier eigentlich noch Kohle abzweigen. Genau, das machen wir auch. Irgendwas wurde zerstört. Was wurde zerstört? Eine Mauer. So, wir haben definitiv zu wenig Kohle hier. Und da oben. Ah, da wird sich durch die Mauern geknabbert. Warum eigentlich? Da ist ein Geschützturm, ne? Aber da habe ich auch keine Sicht hin. Mist. Und das ist halt auch das, was ich meine. Dass ich hier quasi vom Spiel diktiert bekomme, was ich hier machen muss. So, jetzt kommt hier auch wieder richtig Kohle an. Jetzt müssten wir einigermaßen Energie wieder haben. Und ich gehe da oben mal die Welt retten. So, ich habe tatsächlich nach der letzten Folge so ein bisschen den Kopf hängen lassen, weil es doch ein bisschen doof war, dass ich da an der Stelle gestorben bin. Das hat mich mega geärgert. Wie viel ist hier drin? Oh, lauf schnell. Wow. Leben am Limit. Also es hat mich maßlos geärgert. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt eigentlich doch auf einem recht guten Weg sind, was die roten Schaltkreise angeht. Oh, und die sind echt übel, die Viecher. Kann ich mir eine Rüstung bauen? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Mauern habe ich auch keine dabei. Ich bin einfach ein Held. Ein Held in strahlender Rüstung. Hier ist Eisen. Das können wir mal... Ah, hier sind noch gar keine Greifarme. Stapelgreifarme. Da fehlen mir Eisenzahnräder. Okay. Machen wir das mal so. Dann fahren wir mit dem jetzt mal... Ups, da bin ich gerade ans Mikro angestoßen. Ach, hier ist noch gar keine Strecke... da ist noch gar keine Strecke gebaut, oder? Nö. Dann kann ich auch nicht da runterfahren. Habe ich Landfill? Ein bisschen. Aber vielleicht kann ich mit dem Kohlezug da runterfahren. Da habe ich ein bisschen Zeit gespart. Natürlich nicht. Okay. Also da an der Stelle müssten wir dann einen Weg nach oben schaffen. Nase kitzelt. So. Was war, wie wir angreifen? Z? Okay. Alles im Griff. Q war es nicht. X? Irgendwo war doch... Irgendwo konnte man noch schießen. Tja, wenn man sich mit der Steuerung nicht auskennt, ne? Ah, mit C. Gut. Ich hatte die Frage, glaube ich, auch beim letzten Mal gestellt und noch beantwortet bekommen, aber irgendwie, ja,
Ihr wisst ja, wie es ist. Mein Kopf ist ein Sieb. So, dann gucken wir mal, wie sieht es denn hier aus? Wir kommen der Sache näher. Und die ganzen schönen Rohstoffe, ne? Katastrophe. So, die erste modulare Rüstung. Brauche ich Stahl und 30 erweiterte Schaltkreise. Stahlträger haben wir genug. Kann ich, habe ich ein Reparaturkit? Ja. Zweihundert. Ich hätte gerne hier einen Stapelgreif an, dann geht das Ganze vielleicht noch ein bisschen schneller. Er staut sich gerade hier ein bisschen auf. Sehr schön. Aber die produzieren durch, das ist sehr gut. Und die haben auch fast wieder genug Strom. Okay. Da ist der Stapelgreifarm. Der macht es ein bisschen schneller jetzt. Und wenn die Kiste hier voll ist, dann fehlen uns, glaube ich, noch 50 und dann haben wir es. Da knarzt doch glatt mein Stuhl vor Freude. Oh. Hier ist eine Kiste, wo ich Sachen reingetan habe, damit ich andere Sachen machen kann. Okay, das brauchen wir, das brauchen wir. Da ist wieder Action am Start. Die Türme haben wir, das brauchen wir auch alles und die Mauern. Dum-dum-dum-dum. Nächste Forschung fertig im Bauroboter. Ja, wir gucken mal ganz kurz und hämisch, was wir für Bauroboter brauchen. Flugrobotergestelle. Die können wir folgendermaßen herstellen: Stahlträger, Batterien, elektronische Schaltkreise und Elektromotoren. Und Elektromotoren haben wir da hinten schon. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch eine. Haben wir eine Batterieproduktion? Ich glaube nicht. Dann haben wir noch keine Säureproduktion, glaube ich. Das wäre dann der nächste Punkt. Aber zunächst einmal sind wir gezwungen, hier das hier zu machen. Aber es wird. Es wird. Okay, also ich hatte nicht gedacht, dass das doch jetzt so relativ zügig funktioniert und dass wir hier vielleicht die ganze Folge brauchen werden. Aber dem ist wohl nicht so. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier großartig was machen darf. Das ist halt das Hauptproblem. Ich könnte. Ah, warte mal. Gib mir mal davon. Da habe ich jetzt rote Schaltkreise eingesammelt, wahrscheinlich. 23 kann ich schon mal herstellen. Dann fehlt mir Kupferkabel. Und Kupferversorgung. Scheint da auch gerade ein bisschen zu schwächeln. Das können wir aber noch ein bisschen korrigieren. Indem wir pop, pop, pop das Ganze noch ein bisschen aufdröseln. So. Ein bisschen Kupfer nehmen wir uns noch und dann machen wir noch ein paar rote Schaltkreise. Oh, die dauern. So, wir haben wieder einen Turm verloren. Oh Mann. Da hinten. Da ist auch richtig Action. Da müssten wir eigentlich dieses Nest ausräuchern. Aber wir haben bei diesem Nest da schon kläglich versagt. Das heißt, wir brauchen eine Granatenproduktion eigentlich. Was brauchen wir denn? Ich glaube Eisen und Kohle, oder? Eisenplatten und Kohle. Das haben wir doch hier unten. Ich denke, es ist mir erlaubt, hier an der Stelle eine Granatenproduktion zu bauen. So. So, kann ich hier noch einen Strommast haben, bitte? Vielleicht auch nur einen kleinen. So. Ja. Die Granaten werden produziert. Wie sieht's hier aus, mein Freund? Oh. 15 habe ich noch von Hand. Wie mich das einfach nur ärgert.
So, bei dem ganzen Ärger habe ich jetzt vergessen, was ich hier bauen wollte. Ich glaube, ich wollte hier Forschung blau machen. Genau. Hier wollte ich nämlich die elektrischen Erzförderer bauen. So. Mal gucken, was brauchen wir denn dafür? Auch grün, Zahnräder und Eisenplatten. Das heißt, hier machen wir nochmal eine kleine Zahnradproduktion hin, die sollte aber reichen. Hallo. Zip. 103, 50. So, wir gehen mit der Maus einmal drüber. Es sind 2000, 2,8K. So, das sind 2000. 2, 4, 6, 850. Oh je. Und damit sind wir wieder im Spiel. Haben jetzt massiv von den roten Schaltkreisen zerstört. 2850, um genau zu sein. Und das hat sehr weh getan. Das hat mir richtig weh getan. So, jetzt müssen wir da oben unsere Mauer retten. Unser Auto steht natürlich irgendwo ganz weit entfernt. Oh Mann. Und diese Verteidigungsaufgaben, die bringen mich irgendwie raus und zwingen mich dazu, hier immer wieder nach oben zu laufen und eigentlich nicht das zu machen, worauf es jetzt gerade ankommt, sondern ich muss dann wieder da hochlaufen und verteidigen und ja. Das heißt, ich werde meine Verteidigungsstrategie da oben jetzt noch ein bisschen ausdehnen und weitere Türme platzieren. Aber eigentlich würde ich viel lieber bauen und Fortschritt machen. Was mir jetzt aber gerade irgendwie nicht so gegönnt ist. So, wir kloppen mal die kleinen Wesenheiten da kaputt. Die machen unsere ganzen Fließbänder kaputt. Genauso wie der Kollege da. Hallo. Ganz schön unhöflich. So, da ist eins kaputt, da sind zwei kaputt. Hallo. Zack, zack. So, wo haben wir den Strommast verloren? Da. Ja. Der ist auch wieder fit. Haben wir noch irgendwo was Violettes leuchten? Ich glaube nicht. Da fehlt noch einer. Okay. Gut, unsere Verteidigungsanlage da oben hat sich hier aufgelöst. Das heißt, hier kommt noch mal ein Turm hin. Mit Munition. Den können wir noch mal reparieren, denke ich mal. Ich mache da mal noch ein paar Reparaturkits. Einfach nur, damit wir hier ein bisschen besser standhalten können. Und hier der Eckturm, der scheint stark frequentiert zu sein. Hier unten der irgendwie gar nicht. Okay, dann machen wir eins, zwei. Das Ganze ein bisschen safe. So. Was ist denn mit meiner Nase? Meine Nase kitzelt die ganze Zeit. Weiß nicht, was das soll. Was das für Marotten sind. Was sind das hier für Sitten? So. Hier wollen wir auf jeden Fall weiterleben. Oben unser Eisen möchten wir natürlich auch gerne halten. Aber das hier ist halt so erstmal die Instanz, die wir hier brauchen. So. Das heißt, Kohleversorgung läuft da erstmal. Hab ich Gleise dabei? Ja, aber nicht besonders viele. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Landaufschüttung. Was natürlich hier erstmal ein bisschen gefährlich ist. Weil wir dann hier an der Stelle nämlich die Mauer eigentlich ein bisschen weiter rüberziehen müssen.
Wobei, hey, das geht. Das ist okay. Habe ich eine Stahlspitzhacke? Ja, habe ich. Machen wir das direkt mal weg und schieben die Verteidigung ein bisschen nach oben. Und dann haben wir hier eine kleine Route, wo unser Zug dann fahren kann. So, einmal da, einmal da und einmal hier noch. Okay. Der kommt weg. Der kommt weg und der. Dann können wir nämlich hier nochmal ein bisschen aufmunitionieren. Zack. Der an der Ecke, der kriegt 100 und der hier kriegt 200. Dann haben wir das. Okay. Tore kann ich bauen. Perfekt. Das hier wird dann natürlich auch ein super Fußweg, wenn man hierher läuft. So. Reicht's bis an die Mauer? Ja, Tatsache. So, dann können wir hier Tore hinbauen. Und wenn der Zug hier durchrauscht, reicht das vielleicht womöglich noch? Oh, wow. Das ist ja der Hammer. Okay. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Zugkettensignal. Jetzt laufe ich mal ganz kurz da hoch und setze da mal ein Signal am Bahnhof. So, ich sollte die nicht nur bauen, sondern ich sollte die auch setzen. Gut, also wir haben einmal da und einmal da. Die sind jetzt im Moment beide rot. Dann können wir die Strecke hier eigentlich so weiterführen, dass der Platz hier weitestgehend genutzt wird. So. Und dann können wir hier hingehen und sagen, ich hätte gerne einmal ein Kettensignal und ein Kettensignal. Hier müssen wir nochmal ein bisschen Land aufschütten an der Stelle. Dann brauchen wir nicht auf der Seite auch ein Kettensignal. Dann machen wir noch ein paar mehr von. Dann nehme ich da noch eins hin. Und hier. So, und das bedeutet für uns, wir können eigentlich in beide Richtungen fahren. Da kommt der Zug. Da war kurz nochmal ein Angriff, den wir aber niedergeschmettert haben mit unserer Gewalt. So, und dann können wir hier 1 und 2. Das heißt, in die Richtung kann gefahren werden. So. Interessant. Wir bräuchten nämlich quasi diesen Bahnhof, den wir da gebaut haben, für die Kohle. Den könnten wir dann quasi kopieren. So. Und den dann auch für Eisen nutzen. Das wäre schön. Und da mache ich mir jetzt auch mal gleich eine Blaupause von. So. Weil das wäre nämlich eigentlich so der perfekte Bahnhof. Hier, das machen wir weg. So, genauso wie diesen Strommast. Einfach nur, damit wir hier wissen, womit wir es zu tun haben. Speichern und auf gleicher Höhe da platzieren. So, das ist der Bauplan für unsere Eisenversorgung. So, jetzt geht's los. Hier können wir erkennen, ob der Bahnhof frei ist. So, der fährt jetzt auch gerade hier rein. Das machen wir aber weiter oben. Nämlich hier. Da und da. Komm schon. So.
So, und hier holen wir uns dann ein Kettensignal. Um dann zu erkennen, ob diese Richtung frei ist. Genauso brauchen wir hier ein Kettensignal. Ein Captain-Signal. So. Dann brauchen wir hier zwischendrin eigentlich kein Signal, weil ich will nicht, dass da irgendein Zug steht. Und warum? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Warum ich jetzt hier auf der Seite kein Signal setzen kann. So, jetzt geht's eigentlich. Das heißt, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, so ein Signal setze. Ich mach dann mal noch ein paar. Wenn ich das auch gegenüber. Okay, das geht. So, der Zug ist weg. Das ist nämlich abgefahren, der Zug. So, und dann kann ich nämlich rein theoretisch hier ein Signal setzen und auch Hallo. Da ein Signal setzen. So. Hier, wie machen wir das hier? Hier müssen wir auch gucken, ob frei ist. Also machen wir das da. Hallo. Dann kann er nämlich rein theoretisch bis hierhin vorfahren. Oh, da ist noch ein Eisenerzvorkommen. Nice. So, und dann müssen wir eigentlich nur noch hier von denen ein paar setzen für diese Strecke hier. Zack und zack. In verschiedenen Abschnitten einfach nur, damit wir rein theoretisch hier so einen Zug parken könnten. Und da oben ist wieder ein Angriff. Es war mir vollkommen klar. Und zack und zack. Sieht so oben aus, aber es wurde nur ein Objekt beschädigt, aber nicht zerstört. Das ist gut. So, habe ich Rohre? Ein paar. Und hier jetzt natürlich unsere Raffinerie. Und wir hätten gerne für die Batterieproduktion, jetzt muss ich gerade mal gucken, da brauchen wir Schwefel für und für Schwefel brauchen wir Wasser und Alkangas. Den Schwefel sollten wir per Fließband darüber bringen. Das macht, glaube ich, Sinn. Und wir haben hier Festbrennstoff. Den könnten wir auch per Fließband rüberbringen. So vielleicht und so vielleicht und so vielleicht. 1, 2, 3, ein Strommast dabei. Oder 2. Ja, komm. Designelement. So, hier an der Stelle hätte ich dann gerne eine Schwefelproduktion. Wasser kriegen wir da, das ist gut. Dann machen wir das doch folgendermaßen. 1, 2 und 3. Dahin, Rohre. Zack. Strom. Ah, Moment. So geht das ja gar nicht. So geht das aber nicht. So, also. Wir haben hier Alkangas. Und wir hätten hier Wasser. Machen wir da noch ein paar von, weil da brauchen wir mit Sicherheit noch ein paar von. 1, 2, 3. Und wir gucken jetzt mal Schwefel. Da können wir nämlich jetzt Anschluss, Anschluss, Anschluss machen. Und warum ist das hier nicht verbunden?
Jetzt ist es verbunden. Wir haben das nämlich doppelt gebaut. Weil wir schlau sind. So, Wasserpumpe hierhin. Die kommt dahin. Dann können wir es hier einmal hochführen. Und so. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Strom. Am besten hier oben. Da. Ja, perfekt. Und einmal hier. Und hier müssen wir dann natürlich noch verbinden mit Untergrundrohren. Was haben wir jetzt wieder verloren? Ja, unsere Eisenmine ist under attack. So. Das heißt, dann müssen wir dann auch noch mal mit der Hand anlegen. Es ist einfach nicht einfach. Wo sind meine Greifarme? Jetzt muss ich hier Handcrafting betreiben, weil ich keine blauen Greifarme mehr habe. So. Sagen wir mal so. Das ist unser Schwefel. Den können wir hier rüberführen. Dann haben wir hier unseren Festbrennstoff. Den können wir auch hier rüberführen. So in etwa. Dann kriegen wir da diverse Materialien. Die wir dann da auch brauchen. So. Machen wir uns vor Ort eine Säureproduktion und dafür dann Greifärmchen. Zack. Ja, Mauern werden zerstört. Wir gucken gerade nochmal auf der Karte. Genau, da oben die Eisenmine. Kann ich jetzt im Moment leider nichts dran ändern. Dafür müsste ich die Verteidigungslinie erst stärken. Geh du mal da hoch. So. Und dann führen wir das da oben vorbei. So, wir holen uns Fließbänder. Und es sind wieder Laufwege ohne Ende. So. Während die da oben alles fleißig zerstören. So, und sobald wir Batterien haben, haben wir Bauroboter. Und dann könnten wir rein theoretisch irgendwie mal ein bisschen was reißen. So, da sind Underground Belts, die brauchen wir später noch. Da ist auch nochmal ein bisschen was gedamaged. Du bist gedamaged. So, das nehmen wir mit und oh. Produktion. Was habe ich denn noch an Munition? Was haben wir denn da? 1800, jawohl. Drei Türme haben wir auch noch. Und dann flitzen wir doch mal schnell da hoch. Mal schnell, sagt er. Haha. So. Und nach dieser Folge hier kommt auch schon die nächste Besucherfolge. Dann kann ich voller Stolz zeigen, was ich erreicht habe, nämlich nichts. Leider. Es ist leider ein bisschen bitter. Und da hinten ist Kampf. Aber auch eher so Billo-Kampf. Oh, da bahnt sich nochmal was an. Kommt doch mal her. Hallo. Das kann er eigentlich ganz gut. Wir gehen jetzt da oben mal gucken, was da noch los ist. Ja, da oben sehe ich es schon. Da sehe ich es schon. Da war unser Verteidigungsposten. Oh. Ja. By the way. Verdammt, ich habe die Stahlträger verbraucht.
Nein! So, reparieren wir doch mal ein bisschen was. Eins, hallo. Eins. Und dann nochmal zwei. So, die können wir auch reparieren, diese Verteidigungsstelle hier. Und die hätte ich gerne ein bisschen ausgebaut. So, das kann weg. Haben wir da vier Platz drin? Vier Platz. Eins, zwei. Und die werden aufmunitioniert. Hallo? Achso, klar. Bin ja auch doof. Eine in die Mitte und zwei weiter nach hinten. Zack, und dann machen wir noch eine Mauer drumherum. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Den Baum, den bauen wir auch noch ein. Dann machen wir hier noch. Nee. Gut, bevor wir da jetzt weiter Zeit verplempern. Hier müssen wir noch einen vernünftigen Bahnhof errichten. Aber. Oh, laut. Dieser Tisch, ne? Dieser Tisch macht unheimliche Geräusche, wenn ich mich bewege. So, wir fahren jetzt mal ein Stück und hoffen, dass wir nicht unseren eigenen Zug treffen. Der dürfte aber jetzt eigentlich schon seinen Bahnhof gar nicht mehr verlassen dürfen. Genau, weil da ist nämlich rot. Okay, bremse. So, ach, dann kann ich auch zur Raffinerie runterfahren. Das geht auch. Ich darf nur nicht in den Bahnhof einlaufen, weil sonst packt er sich nämlich das Eisenerz und schmeißt das da raus. So, parken wir mal hier. Hier ist auch noch genug Kohle. So, Fließbänder haben wir jetzt wieder ein paar. Das ziehen wir hier rüber. Nice. So, dann kriegen wir schon mal einige Sachen hier aus unserer Raffinerie raus. Und zumindest mal in die Richtung unserer Basis. Man hätte natürlich jetzt hier an der Stelle auch mit mit Underground Belt, mit Rohren das Gas hier rüberbringen können. Das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Aber so ist, glaube ich, auch ganz okay. So, den Festbrennstoff, da werden wir auch noch einen Nutzen von haben irgendwann. Aber jetzt gehen wir hiermit erstmal ein Stück nach oben. Nein, machen wir nicht. Wir sind eigentlich nach unten mit dem Quatsch. Okay, dann machen wir Folgendes. Kommen wir hier vorbei. Hier könnten wir hin. Rote Schaltkreisproduktion lasse ich so, wie sie ist. Wir gehen hier einmal im Fließband hin. Grün können wir noch erweitern bei Bedarf. Der wird mit Sicherheit kommen, der Bedarf. So. Und dann krallen wir uns hier Eisen und Kupfer. Um Batterien herzustellen. So. Schwefelsäure. Eisenplatten, Schwefel und Wasser. Haben wir hier irgendwo Eisen? Aus der grünen Schaltkreisproduktion brauchen wir das eigentlich nicht. Dann gehen wir doch mal hier runter. Okay. So. Wow. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, dass eine Spaghetti-Basis in manchen Sachen tatsächlich so einer Mainbus-Basis überlegen ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, möglichst schnell irgendwas zu erreichen, dann macht man sich
Man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man erst anfängt, einen Mainbus zu errichten und das Ganze dann quasi langsam angehen zu lassen. Langsam und für die Ewigkeit, sondern ja, Spaghetti ist in dem Fall dann tatsächlich schneller. So, wir könnten diese ganzen. Wir sollten mal weiter forschen hier. Logistikroboter. Ja. Oder Produktivität. Nee, komm. So. Hier haben wir jetzt was zum Naschen. Hier brauchen wir Eisenzahnrad. Den Rest haben wir. Zahnräder haben wir hier unten. Und Rohre können wir uns auch direkt nehmen. Die brauchen wir nämlich auch dafür. Eins, zwei. Reicht das als Säureproduktion? Ich glaube schon. Und wo kriege ich hier Wasser her? Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich hier Wasser hinkriegen soll. So, eins und zwei. Säure. Zack, zack und Underground-Rohre. Eins. Oh, das wird interessant. Okay. So. Und draußen bellt ein Hund. So, und dann hier hoch. Ja. Sehr schön. Bis dahin. Und den Rest machen wir mit einem normalen Rohr, oder? Wir können auch ein Underground-Rohr bauen. Dafür aber dann keine Pumpe mehr wahrscheinlich. Doch, geht noch. Hü, Schwein gehabt. Eine Pumpe und zack. Säure läuft nicht, weil kein Strom da ist. Sagen wir mal eventuell da. Ja, sollte reichen. Stapelgreifarme wären von Vorteil. Das würde das Ganze ein bisschen beschleunigen. So, Säure haben wir hier. Jetzt brauchen wir Tanks. Eisenplatten. Upp, oh, ich sammle einfach mal alles ein hier. Haha. Ihr könnt mir gar nichts. Und dieser Terror im Hintergrund. Schön. So, was ich jetzt hier mache, ist Folgendes, ich packe die Tanks direkt an die Fabrik dran. Ist das Wahnsinn oder ist das Wahnsinn? So, dann werden die direkt gefüllt. Ein zweiter Greifarm. Ja, das passt. Okay. Schwefelsäure. Jetzt haben wir Schwefelsäure und jetzt brauchen wir eine Batterieproduktion. Und die Batterieproduktion, die braucht Eisenplatten, Kupferplatten und Dingens. Und dann können wir jetzt hier einen kleinen Trick anwenden, den ich mal in der Baumschule gesehen habe. Nämlich folgenden. Hier haben wir Eisenplatten. Okay. Macht eigentlich nicht viel Sinn. So, Eisenplatten. Einen darüber. Underground Belt. So. Und hier rüber. Jetzt haben wir hier schon mal ein Fließband, wo auf der einen Seite Eisenplatten sind und jetzt auch gleich von der anderen Seite Kupferplatten, halte ich fest. So. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen kräftiger beifüttern, damit das Ganze auch zügig hier ankommt. Und das machen wir so. Hier ist jetzt Vollgas angesagt. So, und dann geht es weiter mit der Batterieproduktion. Die war hier. Das wird auch in der Chemiefabrik hergestellt. Also alles gut. Eins, zwei. Wie schnell geht das? 5 Sekunden. Irre? Sind sie irre? So,
Hier unten haben wir Elektromotoren, hier haben wir Batterien, Stahl haben wir hier, Schaltkreise haben wir hier. Das heißt, wir können hier in der Ecke unsere Bauroboter herstellen. So, das bedeutet, oh, jetzt komme ich aber gerade so ein bisschen in Hitzewallung. Säure, Säure haben wir hier. Eins, zwei. So, dann machen wir hier. Wow. So. Eins, zwei, drei. Ein Fließbandteiler hierhin. Da dran und da dran. Das wäre die Grundversorgung. Eins, zwei. Nein, 1, 2. Und bitte Batterien. Und bitte Rohre. Rohre hatte ich da unten irgendwo. Ja. Ich die nicht selber herstellen muss. So. Hallo. Und da können wir dann ein Underground-Rohr auf die andere Seite führen. Und das Ganze da nochmal anschließen. Eins, zwei, drei und vier. Das ist angeschlossen. Ups. Das ist angeschlossen. Und dann ein Underground. Zack und wow. So, der kommt dahin und dahin und da und da. Eins, zwei, drei und los geht's. Wir hier noch eins, zwei, drei und eins, zwei, drei. Dann haben wir hier eine Batterieproduktion, Strommasten. Okay, ich brauche hier generell 1, 2, 3, 4 und 1 zum Verbinden. So, und dann läuft die Chose hier. Logistikroboter. Da wurde was beschädigt, ist klar. Und dann brauche ich auf jeden Fall den mobilen Roboterhangar. Wo ist der denn? Da. Dafür brauchen wir erstmal ein tragbares Solarpanel. Forschen. Damit ich hier starten kann. So, das schmeißen wir hier rein und da rein. So, Bauroboter. Flugrobotergestell. Stahl, Batterie, Schaltkreise, Elektromotoren. So, machen wir das mal so. Funktioniert das, was ich hier vorhabe? Möglicherweise. So, das kommt da lang, da runter, da lang und da hoch. Wow, nein, das war falsch. So, dann da hoch. Oh, was ein Labyrinth. Zack. Da haben wir Material Nummer 1. Und dann haben wir hier Material Nummer 2. Da liegen normale Motoren drauf. Warum? Ja, deswegen. Weil ich ein Dummbatz bin. So. Die brauchen natürlich ein bisschen länger zur Produktion, aber da haben wir schon mal Material Nummer 2. Dann haben wir hier Material Nummer 3. Zack. So. Dann nehmen wir nochmal das Schnelle. Oh, und da ist ganz viel Material drauf, was da nicht drauf gehört. So, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen überziehen, damit ich einfach nur ein bisschen was vorweisen kann. Eins, zwei, drei. Erstmal. Eins, zwei und drei.
Ey, ich habe keine Fließbänder mehr. Nein, ich habe keine Fließbänder mehr. So, ich brauche rein theoretisch jetzt den mobilen Hangar. Da brauche ich 50 blaue Fläschchen. Da brauche ich 50 Motoren, 50 Erzförderer und 50 rote Schaltkreise. Die habe ich da. 50 Erzförderer habe ich auch. 1, 2, 3, 4, 5. Fließbänder oben. Und da kommt auch wieder nur sehr viel, sehr wenig Kohle an. Die nehmen wir mit. Brauchen wir noch Greifarme? Ja, brauchen wir immer. Guck jetzt mal gerade 56 Minuten. Wir haben das mit dem letzten Mal auch wieder ein bisschen überzogen. Aber das hier ist jetzt gerade zu wichtig, als dass wir hier pausieren werden an der Stelle. So. Und da habe ich mich schon verbaut. Verdammt! Überhaupt kein Problem, setzen wir das Ganze noch ein bisschen höher. So und so. Ich glaube, ich habe hier in der Folge jetzt einiges geschafft tatsächlich. Also mehr, als ich tatsächlich erwartet hätte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann haben wir hier ein Belt, der außen vorbeigeht. Und der geht dann einmal bitte nach da. Und dann auch hier vorbei. So. Und der bekommt einen Teiler da vor die Nase gesetzt. So. Und da verteilen wir schon mal das erste. Und wo kriegen wir hier Kupferplatten drauf? Da an der Stelle. Blöd, Mann. Kupferplatten wollen wir nicht. Kupferplatten wollen wir nicht. Und da auch nicht. So kann man sich auch irgendwie seine Zukunft verbauen. So, dann bitte einmal darüber und bitte einmal darüber. Und das Ganze hier so anschließen. Zack. So, alles da. Dann machst du bitte Flugrobotergestelle hier und da und überall. Zack. So, jetzt kommen noch ein paar Greifarme hin. So, einmal da und einmal da und einmal da. Dann Strom, Masten. Oh, ich habe nur noch vier und dann fehlt mir Stahl. Ach so, Greifarme brauchen wir hier unten auch noch. 1, 2, 3 und da oben 1, 2, 3. Greifarme. So, jetzt noch ganz kurz ein paar Strommasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir erstellen Flugrobotergestelle. So, wir haben 16 davon, das heißt, wir brauchen noch so viel. Und dann haben wir bald unsere ersten Bauroboter und haben auch den mobilen Hangar erforscht. Da brauchen wir natürlich auch noch eine Stromversorgung für. Ist ja ganz klar. So, und hier ist unser grünes Forschungsfläschchens Apparillo-Gedöns. Jetzt gehen wir noch einmal hoch zur Forschung, schmeißen schon mal die ersten Fläschchen rein. Und dann sehen wir uns am allernächsten in der Besucherfolge, die jetzt quasi dann, ja, nächsten Freitag wahrscheinlich veröffentlicht wird. Freitag oder Samstag. Da ist immer ein bisschen Varianz drin, wie die anderen können.
Und damit würde ich sagen, wir speichern einmal ganz kurz Episode 008. Speichern. Und wir laden noch mal ganz kurz. Ja, wir haben 6 Minuten überzogen. Das ist aber okay. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der Besucherfolge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.